Ich habe eine Frage an euch, liebe Männer, weil ich verstehe es nicht. Warum tut ihr erst alles, damit eine Frau euch will? Und wenn sie euch dann will, dann verhaltet ihr euch plötzlich so, als ob ihr sie nicht mehr wollt. Ich bin verwirrt. Süß. Okay, warum hat diese Frau jemanden an der Backe, der sie nicht will, wenn sie ihn will? Das, mein Lieber, ist die älteste Geschichte der Menschheit. Wir wollen etwas, wir kriegen es nicht. Wir kriegen etwas, wir wollen es nicht. Das Gras ist immer grüner beim Nachbarn. Was ist das für ein Phänomen, was wir hier vor uns haben? Es ist total menschlich, es hat überhaupt nichts mit Männern oder Frauen zu tun. Ich habe das schon sehr oft bei Frauen erlebt, ich habe das schon sehr oft bei Männern erlebt. Die Sache ist die, wenn wir nicht zufrieden sind in unserer eigenen Haut, wenn wir also ein Bedürfnis, das wir haben, nicht stillen können, dann suchen wir dieses Stillen des Bedürfnisses im Außen. Das können andere Menschen sein, das können Drogen sein, das kann auch einfach nur die Aufmerksamkeit von einem Menschen sein. Ja? Und da sind wir alle. Alle haben dieselben Bedürfnisse. Wir alle wollen geliebt werden, wir alle wollen Aufmerksamkeit von den Menschen, die wir schätzen. Wir alle möchten gehört werden, wir alle möchten gesehen werden. Und wenn wir uns selber diese Liebe nicht geben können, dann suchen wir sie bei anderen. Und wenn wir dann merken, andere können uns auch nicht diese Liebe geben, dann rennen wir von einem Menschen zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten, weil wir selber nicht diese Selbstliebe haben. Es gibt auch noch ganz andere destruktive Verhaltensmuster bei Männern, vor allem die diese emotionale Unabhängigkeit nicht haben, über die wir gleich reden, gleich sprechen werden. Und das ist dann oft, dass sie sich an eine Person so sehr klammern und sie nicht gehen lassen wollen, weil sie sich erhoffen, dass diese Frau ihnen endlich die Liebe schenkt, die sie sich selber nicht geben können. Es gibt also unterschiedliche Wege, mit diesem Mangel an Selbstliebe, mit diesem Loch im Herzen umzugehen. Alles stammt aber aus einem Mangel an Selbstbewusstsein und dementsprechend aus absoluter Unmündigkeit, aus keinerlei Unabhängigkeit, sondern aus Abhängigkeit. Bei Männern wie bei Frauen. Wie wirst du also unabhängiger? Darum wird es jetzt gehen, wie du selbstbewusst und unabhängig wirst. Mein Name ist Andy Friday. Ich bringe seit über 10 Jahren Männern bei, wie sie selbstbewusst und souverän mit Frauen umgehen, um so ihre eigene Persönlichkeit zum Strahlen zu bringen, damit die Frau interessiert an ihnen ist und sie so die Freundin bekommen, die sie schon immer wollten. Ich habe das schon viel zu häufig beobachtet. Wenn wir dieses Loch im Herzen nicht stopfen können und dann versuchen, andere von uns zu überzeugen, versuchen, dass die andere Person uns mag, weil wir unbedingt wollen, dass die andere Person uns diese Liebe endlich mal schenkt, die wir uns selber nicht schenken können. Das Ganze kommt aus dem Mangel an Selbstbewusstsein. Was heißt Selbstbewusstsein? Dass du dir selber bewusst bist, wer und was du bist. Und das bedeutet eben auch, dass du dir bewusst bist, dass du es wert bist, dass du schon alles in dir hast, was du brauchst. Und ich weiß, da kommt man oft die Frage an mich heran. Ja, aber Andi, das ist doch Quatsch, dass du nichts brauchst. Wir brauchen doch Liebe, wir brauchen doch Essen, wir brauchen Wasser. Das stimmt, wir brauchen Liebe, um zu leben. Wir brauchen Wasser, wir brauchen Essen, um zu leben. Aber Aufmerksamkeit von dieser einen spezifischen Frau oder von diesem einen spezifischen Mann, wie jetzt ein Beispiel von dem Mädel, die brauchen wir nicht. Ja? Wir können uns selber die Selbstliebe geben und dieses Loch im Herzen stopfen, ohne dass uns jemand anderes diese Liebe gibt wie eine Droge, wie ein Fix, wie eine schnelle Lösung, weil wir sonst nicht imstande sind, uns selber die Liebe zu geben. Wir können uns selber, diese Aufmerksamkeit schenken. Und das bedeutet in diesem Fall, dass du das Selbstbewusstsein hast, dass du genug bist. Du brauchst nichts anderes. Das ist tatsächlich ein Problem, das ich immer wieder bei Männern und bei Frauen beobachte, dass sie nicht daran glauben, dass sie selber genug sind. Deswegen arbeiten wir natürlich im Coaching massiv an diesem Selbstbewusstsein, an diesem Mindset, weil das der Schlüssel ist dazu, dass du dann auch unabhängig in die Welt hinausgehen kannst und dann auch die Frau auswählen kannst, die du magst. Und dann eben nicht, sobald du sie bekommen hast, fallen lässt, sondern weil du sie aus freien Stücken ausgewählt hast. Was heißt aus freien Stücken? Es heißt, dass du derjenige warst, der Auswahl hatte und der gesagt hat, weißt du was? Aus freien Stücken entscheide ich mich jetzt für diese eine Frau. Ich entscheide mich dazu, sie zu lieben, mit ihr zusammen zu sein, mich für sie einzusetzen, ihr zu helfen, ihr beiseite zu stehen, in guten wie in schlechten Tagen. Nicht, weil ich sie brauche, sondern weil ich ihr dieses Geschenk geben möchte und weil ich es so genieße, mit ihr gemeinsam diese Reise zu gehen. Aber du musst imstande sein, diese Frau, wenn sie dich nicht mehr liebt, auch gehen zu lassen. Und das können die wenigsten. Es ist wie das alte Sprichwort.
Das, was du liebst, lass frei. Kommt es zu dir zurück, gehört es dir auf ewig. Diese Unabhängigkeit, mein Lieber, die bedeutet, dass du Bedürfnisse haben darfst und dass du auch dazu stehen darfst. Es heißt nicht, dass du auf alles scheißen musst, weil das viele Leute denken, okay, wenn ich unabhängig bin, dann scheiße ich doch auf alles. Dann zeige ich keiner Frau Aufmerksamkeit, zeige jedem meine kalte Schulter. Aber das ist nicht Unabhängigkeit. Das, mein Lieber, das wäre, dass dir wirklich alles scheißegal ist. Unabhängigkeit bedeutet lediglich, dass du nichts brauchst, aber du kannst es dennoch genießen. Zum Beispiel, du kannst dieser Frau aus allen Poren deiner Existenz zeigen, ich will dich, aber ich bin nicht auf dich angewiesen. Wenn du diesen Satz lebst, ich weiß natürlich, dass ein Beispiel dir jetzt noch viel mehr helfen würde und deswegen haben wir eine Frage eingesendet bekommen von Instagram. Also mein Lieber, wenn du selber deine Frage einschicken möchtest, dann schick sie hier, andy_friday, an meinen Instagram-Account als Sprachnachricht, dann spielen wir sie hier ab und beantworten sie dir ebenfalls. Also, Makako, was sagt denn der Gute? Hier kommt die Frage. Hallo Andy Friday, ich bin der Nico, komme aus der Schweiz und habe eine Frage. Ich bin 19 Jahre alt. Letztes Jahr habe ich gemerkt, dass jemand Interesse an mir hatte. Sie ist ein bisschen jünger wie ich. Und ich merkte das halt. Und da habe ich halt reagiert, war ein bisschen zu schnell. Wie jedoch das Interesse verloren ging. Und am Schluss habe ich sie angesprochen und dann einen Korb bekommen. Aber was ich jetzt merke, ab und zu schaut sie mich immer noch ein bisschen an. Also ich sehe sie im Monat 2 bis 3 Mal. Es gibt noch ein Lager dann noch nächste Woche. Dann sehe ich sie eigentlich praktisch die ganze Woche. Und ja, die Frage ist halt, was kann ich noch machen, dass da wieder das Interesse kommt? Weil ich merke, häufig schaut sie vielleicht ab und zu mal zu mir rüber. Ja. Okay. Interessant. Er hat gemerkt, dass jemand Interesse an ihm hat. Ja. Er sagt, ich habe das gemerkt, gell? Dann habe ich da reagiert. Okay. Habe ich reagiert, ja. Was ist daran schon mal als erstes? Ja, super, dass er überhaupt auf sie zugegangen ist. Wir müssen ein bisschen von der Wahrnehmung jetzt, über die Wahrnehmung reden, von dem guten Mann hier. Ich merke nämlich, seine Wahrnehmung ist etwas off. Ja, die ist nicht ganz synchron mit dem, glaube ich, was wirklich in Realität passiert. Ist das ein Nachteil? Am Anfang war seine Wahrnehmung anscheinend, dass sie ihn mochte und deswegen hat er sie angesprochen. Ist das das Problem? Nein. Never. Das war genau richtig. Ja? Seine Wahrnehmung war, dass da eine Frau ist, die ist hübsch, ich mag sie, sie mag mich anscheinend, ich spreche sie jetzt an. So soll es sein. Hast du gut gemacht. Ja, gut. Das trauen sich auch viele nicht. Ja? Daran, diejenigen, die sich das nicht trauen, daran müssen wir arbeiten, ja? Weil das darfst du. Aber später kommen wir zu einem Wahrnehmungspunkt, der nicht mehr so von Vorteil ist. Sie hat ihm nämlich dann eine Abfuhr gegeben, einen Korb gegeben. Okay. Und jetzt möchte er weiterhin sie von sich überzeugen. Und seine Wahrnehmung ist weiterhin, dass sie ihn ja doch weiterhin mag. Und hier kommen wir jetzt dazu, ob das jetzt wirklich wahr ist, dass sie dich weiter mag oder nicht, ist komplett irrelevant in diesem Fall. Denn es geht nicht darum, dass du dein Loch im Herzen mit ihr füllst. Sie hat dir schon Nein gesagt. Und jetzt liegt es daran, dass du das Loch in deinem Herzen selber füllen kannst. Mit der Selbstliebe, die schon längst in dir ist, denn du hast es verdient, glücklich zu sein und du brauchst niemanden dazu. Und in zweiter Instanz mit einer Frau, die tatsächlich Interesse an dir hat. Es gibt keinen Grund, dieser einen Frau jetzt hinterher zu rennen. Es gibt keinen Grund, warum du dich selber jetzt unter Wert verkaufen solltest und dieser einen Person alle deine Aufmerksamkeit schenken solltest, die dir schon längst gesagt hat, dass sie kein Interesse hat. Ist es möglich, dass ihr trotzdem eine Chance zusammen hättet? Ist es möglich, dass sie vielleicht wirklich doch an dir Interesse hat, obwohl sie dir eine Abfuhr gegeben hat? Ja, das ist möglich. Klar ist das rein logisch im Rahmen des Möglichen. Aber was ist der Preis? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das so ist?
Die Wahrscheinlichkeit, dass das so ist, dass ihr dann trotzdem zusammenkommen werdet, ist sehr, sehr gering. Und der Preis, dieser Hoffnung hinterherzurennen, ist, dass dein Selbstbewusstsein Stück für Stück weiter sinken wird. Denn du verkaufst dich die ganze Zeit unter Wert. Du bist nicht imstande, dir selber diese Aufmerksamkeit und diese Liebe zu geben, die du bei ihr suchst. Und deswegen ist das, diese Frau, mein Lieber, ist gerade die Droge für dich. Das ist dieser klassische Fall von, hier, ich brauche es unbedingt. Wenn du merkst, ich brauche es, ich kann nicht loslassen, dann ist für dich höchste Eisenbahn, stehen zu bleiben und festzustellen, dass du sie nicht brauchst. Du möchtest sie, aber du brauchst sie. Ich würde sogar so weit gehen, ich würde sogar so weit gehen und sagen, die Hoffnung, dass da was sein könnte, ist die Droge. Und das ist das, was ihn runterziehen wird. Immer mehr und mehr und mehr und mehr. Ich meine, und das ist ja auch das, was ihn, dich, immer unglücklicher macht. Du sagst ja in deiner Sprachnachricht, dass du ein Jahr gemacht hast. Ein Jahr, das sind 365 Tage. 365 Tage, wo du jeden Tag ein anderes Mädel hättest ansprechen können. Ja, und kennenlernen. Sie die Chance gehabt hätte, dich kennenzulernen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Damit machst du dich nur selber fertig. Selbst wenn du die Chance hast. 100%. Ja. Das zu deinem Selbstwert. Was machen wir aber jetzt in Zukunft? Denn wenn du jetzt sagst, okay, gut, ich bin imstande, sie loszulassen, und ich bin mir sicher, das wird dir gar nicht leicht fallen, wenn du ein Jahr lang die Hoffnung auf sie nicht aufgegeben hast, aber du musst loslassen können. Du musst loslassen können, um frei zu sein. Die emotionale Unabhängigkeit, von der ich vorhin gesprochen habe, die kommt dir nur zu, wenn du dich für sie entscheidest. Das ist in deiner Macht. Das ist kein magischer Zustand, den manche haben und manche nicht haben. Es ist eine Entscheidung. Und es ist deine Entscheidung, jetzt unabhängig zu sein. Es ist deine Entscheidung, sie loszulassen, um andere Menschen wieder in dein Herz lassen zu können. Nicht, weil du sie brauchst, sondern weil du so viel zu geben hast, weil du so viel Liebe in dir hast. Das Loch in dir ist schon längst mit deiner eigenen Liebe gefüllt und jetzt lädst du Leute ein, um diese Liebe zu schenken. Aber wenn du das hast, wenn du so viel Liebe hast, dann macht es überhaupt keinen Sinn, nur einer Person hinterher zu rennen. Verstehst du, was ich sage? Es ist viel logischer, dass du mit ganz vielen Frauen flirtest. Und in der Tat, die Männer, die glücklich in einer Beziehung sind, die haben keine Probleme, mit anderen Frauen zu reden und zu flirten. Daraus muss nicht was passieren. Die Männer müssen ja nicht immer fremdgehen. Aber Flirten, Leichtigkeit, diese Liebe zu beschenken, ja, das ist etwas, was dich auch zu einem besseren Vater machen wird. Du kannst ja nicht einfach nur einem Kind deine Liebe schenken, sondern letztlich wirst du ja dann, egal wie viele Kinder du hast, all deinen Kindern Liebe schenken oder all deinen Mitmenschen. Es ist ein unendlicher Speicher, den du in dir hast, den du jetzt schon aktivieren kannst. Das heißt, wir müssen weg vom Ich brauche hin zum Ich gebe kommen. Und wenn du etwas gibst und jemand anderes will es nicht, dann brauchst du auch nicht weiter zu geben diesem Menschen. Dann gibt es genügend andere Menschen, denen du geben kannst. Ja, das musst du realisieren. Du bist es wert, niemandem hinterherzurennen, der dich nicht möchte. Du bist es wert, die Liebe, die andere dir schenken wollen, auch empfangen zu können. Aber wenn du so abgelenkt bist von dieser einen Frau, dann kannst du die Liebe, die andere dir schenken wollen, nicht empfangen. Dazu müssen wir erstmal abschließen, uns verabschieden, voller Dankbarkeit und Wertschätzung. Danke für diese Erfahrung. Jetzt werde ich mich anderen Menschen widmen. Und dadurch öffnen sich weitere Türen. Und du vor allem wirst auch viel mehr erkennen, wie viel du selber wert bist. Und die Menschen, die ebenfalls, genauso wie du ticken, deine Werte haben, werden auch viel eher in dein Leben treten. Das ist schon gut, dass diese Frau nicht mit dir zusammengekommen ist. Glaub mir, das ist etwas Gutes. Wenn ihr zusammen passen würdet, dann wäre das nicht so anstrengend, mit ihr zusammenzukommen. So, kommen wir jetzt zu dem, was du aber aus der Sache lernen solltest fürs nächste Mal. Denn wir haben vorhin über Wahrnehmung gesprochen und die Wahrnehmung, die ein wenig off ist. Solltest du beim nächsten Mal gar nicht erst ansprechen? No, auf gar keinen Fall. Du solltest hundertprozentig, wenn du siehst, dass da jemand ist, der irgendwie in dir ein Kribbeln auslöst,
Und da kommt aber jetzt die Blockade und da kommen die Stimmen im Kopf. Das solltest du nicht tun. Was wäre, wenn sie dich abweist? Was wäre, wenn das andere mitkriegen? Was ist, wenn du dich blamierst? Diese Stimmen, die darfst du, mein Lieber, gerne wieder dahin schicken, wo sie gekommen sind. Ja? Schön in den Mülleimer werfen. Das bist nicht du. Das ist nicht derjenige, der wirklich in dir steckt. Das ist nicht die Freiheit, die in dir steckt, die du wieder aktivieren kannst, zu der du dich entscheiden kannst. Das sind die Stimmen der Angst. Und zwar der Angst, die andere in dich hinein projiziert haben. Seit du ein kleines Kind warst, seit wir Kinder waren, haben uns Leute gesagt, das darfst du nicht, das solltest du nicht machen. Sie haben uns die ganze Zeit einreden wollen, dass wir nicht gut genug sind für die Liebe oder die Aufmerksamkeit oder die, das Erreichen unserer Ziele, das wir uns immer so gewünscht haben. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, anscheinend bin ich es einfach nicht wert. Ich muss jetzt mich so für andere ins Zeug legen. Ich muss jetzt anderen hinterherrennen, um Liebe zu bekommen. Und diese Gewohnheit, die ist mittlerweile zum Standard geworden. Wir sind es schon gewohnt, dass wir selber uns nicht die Liebe geben können, die wir verdient haben. Als kleine Kinder war das noch anders. Als du völlig frei mit dem Nachbarskind gespielt hast, auf andere zugegangen bist, hallo, wer bist du denn? Als wir noch so klein waren, dass wir keinerlei Sorgen hatten, wie der andere reagieren wird, da waren wir frei. Und wir können uns von dieser Freiheit, die in uns steckt, wieder inspirieren lassen, genauso heute. Wenn es dir schwerfällt, weil du nicht weißt, was du sagen sollst, dann kann ich dir dabei helfen. Ja? Geh doch einfach mal auf interessewecken.de, um diesen Leitfaden zu bekommen, was du alles sagen sollst. Da haben wir dir 1 Million Situationen schon vorbereitet und aus diesem Kurs heraus haben sich 144 Männer ergeben, die jetzt in einer Beziehung sind. 144 Männer, die vorher Single waren, sind jetzt in einer Beziehung. Aber was du sagen sollst, das ist nur die eine Sache. Das ist die eine Seite der Medaille. Wir wollen natürlich auch, dass du diesen Mut aufbringst. Und deswegen, mein Lieber, bringt es nichts, dir einfach nur irgendeinen Videokurs anzuschauen. Deswegen haben wir im interessewecken Kurs bei den Flirt-Spezialisten auch ein individuelles Coaching-Programm eingebaut, wo du in einer Gruppe von Gleichgesinnten üben kannst und diese Situationen alle durchspielen kannst, sodass du immer wirklich vorbereitet bist und damit du auch diesen Arschtritt hast, der auf den es dann einfach ankommt in diesen Momenten. Ja? Also geh auf interessewecken.de, wenn du diesen Kurs dir mal anschauen möchtest. Das ist ein kostenloses Video. Klick einfach hier hin und schau dir an, was dieser Kurs und dieses Coaching dir zu bieten hat. Wenn du wissen willst, was du sagen sollst, dann kommen wir allerdings wieder zu dem Punkt zurück, dass du nicht sicher bist, dass du selber genug bist, wenn du auf die Frau zugehst. Solltest du also, mein Lieber, der die Frage eingesendet hat, solltest du selber das nächste Mal, wenn du diese Frau siehst, vorher versuchen, das Richtige zu sagen, wenn du auf sie zugehst? Nee, es gibt für dich nicht das Richtige oder das Falsche. Es gibt für dich einfach nur die Wahrheit, die aus dir herauskommen wird, die gut ist, weil du gut genug bist. Und das bedeutet, dass du dann natürlich, wenn sie dir einen Korb gibt, wenn sie dich abweist, dass du dann nicht sofort das auf dich projizieren solltest, dass du nicht gut genug warst, sondern damit flirty, leichtherzig umgehen kannst. Ja? Du könntest dich zum Beispiel bedanken. Du könntest dich tatsächlich, so irre sich das auch anhört, tatsächlich für diese Erfahrung bedanken und sagen so, weißt du was, das war der charmanteste Korb, den ich jetzt in der letzten Woche gehört habe. Den packe ich mir ein. Ich glaube, den tue ich irgendwo hier hinten in mein Unterbewusstsein in Tupperware und packe da drauf irgendeinen schönen Zettel. Schönster Korb aller Zeiten. Danke dir. Na gut, jedenfalls, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, du hast noch einen schönen Tag und es war schön, mit dir zu reden. Mach's gut. Mit dieser Wertschätzung wirst du bei der nächsten Frau viel selbstbewusster sein. Denn wenn es dich runterzieht, dann wird es dich auch bei der nächsten Frau runtergezogen haben. Dann wirst du Stück für Stück zu dem Mann werden, der gebrochen ist. Der es einfach nicht mehr sich selber erlaubt, glücklich zu sein. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen anfangen, uns selber diese Liebe zu geben, die wir im Außen erwarten. Und das bedeutet, dass wir zum Beispiel Abfuhren nicht als Abfuhren deklarieren, nicht als Abfuhren sehen, sondern sie neu interpretieren als selbstwertförderliche Dinge. Wie zum Beispiel ein Feedback. Ein Feedback, das hat nichts mit deinem Wert zu tun, denn du bist gut genug. Aber vielleicht ein Feedback für die Art der Herangehensweise. Denn viele Männer und viele Frauen, wenn sie das erste Mal auf jemanden zugehen, den sie mögen, sind natürlich ganz nervös.
Ja? Und aus dieser Nervosität sagen sie dann Sachen, die sie so nicht meinen und verstellen sich und setzen sich eine Maske auf und tun so, als wären sie jemand, der sie nicht sind. Und das, mein Lieber, das kannst du natürlich entweder, indem du daran arbeitest und das übst, Stück für Stück abbauen, sodass du dann immer echter und authentischer wirst, wenn du dann auf andere zugehst. Das ist eine reine Übungssache. Ja? Die Angst wird niemals komplett weggehen, aber das ist völlig okay, weil diese Angst, die macht das Ganze dann auch frisch und lebendig jedes Mal. Und du bist nicht abgestumpft. Spannend. Ja, das macht es spannender. Du bist nicht abgestumpft, wenn du wieder mit neuen Menschen redest, mit denen du vorher noch nie geredet hast, sondern es ist immer aufregend und neu. Was übrigens auch der Schlüssel ist für eine glückliche Beziehung, denn selbst in einer glücklichen Beziehung, ich führe seit 8 Jahren eine Beziehung mit meiner Lebenspartnerin. Selbst dort versuchen wir uns jeden Tag aufs Neue wieder zu verführen, das Ganze spannend zu gestalten. Und ich sehe sie dann auch jedes Mal mit neuen Augen, weil es nun mal genau das ist, was die Liebe so am Leben hält. Ja? Das Prickeln, das ist was Gutes. Wenn du dich nervös fühlst und das kommt in dieses Gefühl der Blockade, wenn diese tolle Frau vor dir steht, am Arbeitsplatz, immer weiter im Freundeskreis, du kennst sie, du hast vielleicht schon mal ein paar Mal mit ihr geredet, aber du weißt nicht, wie du das Ganze aufs nächste Level heben sollst. Und da kommt dieses mulmige Gefühl, was soll ich denn jetzt machen, was soll ich sagen? Das ist ein Zeichen dafür, dass du genau jetzt das Richtige machst. Ja, da, wo die Angst ist, da ist der Weg. Angst ist quasi wie ein Kompass, der dir den Weg weist, in die Richtung, in die du gehen solltest, um zu wachsen. Das ist nicht mein Spruch, den habe ich selber gelesen. Also credit is due. Aber es ist so wahr, dass du diese Angst nicht mehr interpretieren solltest als etwas, das dich jetzt bestätigt in deinem Nicht-Wert-Sein. Das ist Bullshit. Du bist genug. Und das Feedback, das du hier aus dieser Sache vielleicht einfach nur ziehen kannst, ist, habe ich bei dieser Frau vielleicht einfach nur zu viel Druck aufgebaut? Bin ich zum Beispiel hingegangen mit dieser ganzen Hoffnung, dass sie jetzt die eine ist? Ich meine, du hast immerhin ein Jahr versucht, darauf gewartet, dass es vielleicht doch mit euch klappt. Ein Jahr lang sie jeden Tag oder einmal die Woche gesehen und die Hoffnung gemacht. Ich glaube, die Art, mit der du auf sie zugegangen bist, war wahrscheinlich mit dieser ganzen Hoffnung auf sie drauf projiziert. Ja? Und das baut Druck auf, wenn du jemanden ansprichst und sie denkt, dass sie für dich jetzt die Einzige ist auf der ganzen Welt. Wenn du überschwängliche Komplimente machst, nicht weil du sie wirklich in deinem Herzen fühlst und aus Unabhängigkeit heraus sagst, sondern weil du sie in deinem Herzen fühlst, dass sie gesagt werden müssen, um etwas zu erreichen, dann bist du in die Falle getappt. Wenn du etwas sagst, um etwas zu erreichen, dann bist du nicht frei. Dann übst du Druck aus. Dann wird sie das spüren und wird einen Schritt zurück machen von dir. Und das Traurige ist, das macht sie sogar dann, wenn sie dich mag. Sogar wenn sie dich mag, wird sie mit diesem Druck nichts am Hut haben wollen und wird einen Schritt zurück machen, wird dich abweisen. Damit ihr zueinander kommt, ist es also ungemein wichtig, dass du den Druck komplett löst. Ja? Und das machen wir mit Leichtigkeit, mit Flirten. Ah. Genau. Mit Flirten, mein Lieber. Wenn du lernen willst, wie man flirtet, dann bringen wir dies natürlich auch gerne bei, hier auf www.interessewecken.de. Ja, ich habe es nochmal erwähnt, geh dahin, da lernst du nämlich flirten für ungefähr ein Apfel und ein Ei, ja, weniger als ein Kaffee am Tag. So viel kostet das, kann sich also jeder leisten. Schau es dir einmal an, schau dir das kostenlose Video an, wenn du auf den Link klickst, hier oben ist der. Und schau mal, wie weit es dich bringen könnte, ja? Wir haben 144 Männer dahin gebracht, dass sie jetzt in glücklichen Beziehungen sind. Darunter waren Jungfrauen, darunter waren Männer, die aus gebrochenen Ehen, gebrochenen Beziehungen, 20 Jahre ist das Ganze dann in den Keller gegangen, sie wussten nicht, wie sie wieder anfangen sollen. Und jetzt sind sie mit glücklichen Partnern an ihrer Seite happy. Flirten ist the name of the game. Flirten ist die Fähigkeit, ist die Kunst, die den Unterschied macht zwischen es wird etwas zwischen euch und es wird nichts zwischen euch. Und als dritten Punkt, Mindset-Frage. Eine Leichtigkeits-Mindset-Frage. Keine Frau, und das ist mein Glaube, sagt jemals Nein zu dir persönlich. Ein Nein bedeutet aus meiner Sicht immer ein noch nicht. Oder später. Oder es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Aber niemals, niemals, niemals bedeutet ein Nein, du bist nicht gut genug. Und das ist das Schlimme. Ich habe früher auch immer gedacht, wenn ich einen Korb bekommen habe, die hunderttausende Male, ich glaube, es waren unter 100.000, aber in meinen
Augen und meinen Ohren hat sich jedes Mal angehört wie: Du bist nicht gut genug. Das Universum hat dich gewogen, das Universum hat dich gemessen und das Universum hat dich nicht als gut genug empfunden. Und das ist der größte Schwachsinn, den wir uns jeden Tag einreden könnten. Ich sage könnten, weil das brauchst du jetzt nicht mehr. Ab jetzt kannst du dir selber sagen, ein Nein heißt nicht jetzt, vielleicht später. 100%. Ein Nein bedeutet in allererster Linie einfach nur ein Nein. Dieses Sprichwort, Nein heißt Nein, ist dahingehend einfach nur richtig, denn es bedeutet nicht, ich mag dich nicht, du bist schlecht, du bist nicht gut genug für mich. Das bedeutet ein Nein nicht. Ein Nein bedeutet einfach nur Nein. Das ist wie wenn jemand dich fragt, hey, hast du Lust nach einer Pizza essen zu gehen? Und du sagst, nee, danke. Heißt das dann, ich mag dich nicht, du bist nicht gut genug für mich, in meiner Nähe zu sein? Dein Wunsch ist Quatsch, du bist ein schlechter Mensch, ich will nie wieder mit dir sowas zu tun haben? Natürlich nicht. Es bedeutet einfach nur, das ist nicht mein Bedürfnis. Aktuell will ich das einfach nicht. Und das müssen und dürfen wir auch akzeptieren. Wenn sie sagt nein, dann heißt es einfach nur, oh, okay, alles klar, kein Problem. Diese Unabhängigkeit, dass es auch wirklich kein Problem ist, ist das, was dir das Selbstbewusstsein dann auch gibt, bei ihr und bei allen Menschen das nächste Mal dann auch genauso souverän hinzugehen und dann das Ganze aufs nächste Level zu heben, wenn sie mit dir aufs nächste Level gehen möchte. Akzeptiere ein Nein also einfach nur als Nein, danke. Ja? Selbst wenn Menschen mal es aggressiver sagen, selbst wenn Menschen dich wirklich mal, ja, das kennen wir alle. Ja, am Arbeitsplatz, wir hören mal ein Nein, es gibt keine Gehaltserhöhung oder du hast mit einem Freund irgendeinen Streit und er ist sauer. Aber dieses Nein bedeutet nie, du bist nicht gut genug. Es bedeutet einfach nur, dass dieser Mensch selber vielleicht mit seinen Dämonen gerade zu kämpfen hat. Und das ist okay, das müssen wir nicht auf uns projizieren. Wir akzeptieren dieses Nein und wir akzeptieren, dass wir dennoch gut genug sind, dass wir es wert sind und dass unsere Bedürfnisse niemals falsch sind. Unsere Bedürfnisse sind gut, richtig, fair und wunderschön, wenn wir sie teilen. Sie werden vielleicht nicht immer akzeptiert werden, aber sie sind verdammt nochmal das, was unser Leben erst so schön macht. Und wenn wir unsere Bedürfnisse nicht akzeptieren und nicht teilen, dann werden wir sie niemals erleben. Und wir werden auf so viele schöne Sachen im Leben verzichten müssen. Ja, also mein Lieber, steh zu deinen Bedürfnissen, sprich es an, was du fühlst und entscheide dich dann auch zu der Unabhängigkeit, dass wenn du es nicht bekommst, es genauso in Ordnung ist. Ich wünsche dir alles Liebe dabei. Geh auf interessewecken.de, wenn du wissen willst, was du ihr sagen sollst in jeder Situation. Und wenn du das nicht machst, ist auch völlig okay, denn das ist ebenfalls deine Entscheidung. Hier findest du den Link, schau dir auf der nächsten Seite einfach mal das Video an. Und dann entscheide du aus freien Stücken.